In diesem Video will ich dir die eine Sache mitgeben, die dein Unternehmen nächstes Jahr auf ein neues Level katapultieren wird, dein Leben viel einfacher machen wird und das in jedem Bereich deines Unternehmens. Lass schon mal ein Abo da direkt, ne, damit du in Zukunft solche Videos nicht verpasst. Und jetzt, let's go. Ja, erstmal herzlich willkommen zum Video. Ich bin Alex und wir wollen uns heute jetzt, wie gesagt, diese eine Sache anschauen, wo wir immer wieder feststellen, das machen so gut wie alle Handwerker, so gut wie alle Fachfirmen einfach, ich will nicht sagen falsch, aber noch nicht ideal. Und da ist so viel Potenzial drin. Dieser eine Hebel ist, sich einfach mehr Marge einzukalkulieren. Das ist jetzt erstmal sehr simpel, aber ganz viele Leute sind einfach nicht bewusst, A, wie macht man das überhaupt? Und B, wie sind die Ergebnisse davon, wie sind die Folgen davon? Und ich gebe dir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel von einem realen Partner von uns, mit dem ich jetzt vor ein paar Tagen gesprochen habe, wo wir gemeinsam das nächste Jahr durchkalkuliert haben, wo wir besprochen haben, dass dieser eine Hebel ihn einfach auf eine massiv neue Stufe bringt. Ist ein ganz einfaches Beispiel. Ist ein Partner aus dem Bereich Photovoltaikanlagen. Dieser Partner hat einen Auftragswert von 17.000 Euro. So, wir haben hier 17.000. Dieser Auftragswert, wie sich aufteilt, ist erstmal egal, ne? Aber letzten Endes ist der Plan, dass ungefähr, ich sag mal, 2.000 Euro hängen bleiben. Also ich mache jetzt mal K für 1.000, so. 2.000 Euro sind ungefähr hängen bleiben. Also gesamt sind 17, 2 sind hängen bleiben, also eigentlich sind hier 15, die an Kosten sind. So, das ist jetzt aktuell der Stand. Jetzt ist die aktuelle Situation bei ihm so, dass er für so einen Auftrag, na gut, ich habe die Prozente, ungefähr, er hat auch ungefähr 170 Euro ausgibt. Etwas weniger noch, aber 170 Euro zahlt er jetzt ungefähr für so einen Auftrag. Eigentlich noch ein bisschen weniger, aber circa 170. Das ist schon mal ein extrem gutes Ergebnis. Da kann man schon mal nicht meckern. Da hat man ein Verhältnis von 1 zu 100, was sehr gut ist. Und hier ist nicht eingerechnet, by the way, bei diesen 170, natürlich auch neben den messbaren Anfragen, die wir liefern, auch gleichzeitig Leute kommen, die natürlich sich links und rechts einfach mal bei ihm melden, wo die nicht genau wissen, wo haben sie ihn eigentlich gesehen, woher kommen sie eigentlich, ne? Und aber trotzdem beim Kaufen. Also habe ich gesagt, dein Hebel fürs nächste Jahr ist folgender. Du hast jetzt hier 2.000 Euro quasi Gewinn raus. Das sind noch ein paar Investitionskosten und so, also zumindest ein bisschen weniger, aber ungefähr 2.000 Euro, die du dir kalkulierst, ne? Was ja ungefähr 15% entspricht jetzt auf das Volumen gesehen. Und du könntest aber locker dir 30% einkalkulieren. So, wie funktioniert das jetzt? Ist ganz simpel. Aktuell zahlen sie 170 Euro für einen Kunden. Jetzt ist es so, es gibt eine Kurve, die von, ich sag mal, Preis und Anzahl der Kunden quasi beinhaltet. Diese Kurve sieht ungefähr so hier aus. Wir haben hier oben den Preis und wir haben hier die Anzahl an Kunden. Man kann jetzt sagen, je niedriger der Preis, desto weniger Kunden habe ich. Andersrum, desto mehr Kunden habe ich. Je höher der Preis, desto mehr Kunden habe ich. Das kann man ungefähr so hier einzeichnen. Man sagt also hier an der Stelle, wo ich einen riesen Preis habe, habe ich halt sehr, sehr wenig potenzielle Kunden. Wo ich einen sehr, sehr niedrigen Preis habe, habe ich sehr viele Kunden. Jetzt geht es hier darum, das Optimum für sich auszuschöpfen. Wichtig ist dabei natürlich, muss man auch sagen, da muss man eigentlich noch den generellen Bedarf des Marktes einrechnen, aber darum soll es erstmal gar nicht gehen. Es soll um diese generelle Kurve gehen, die nämlich sagt, jetzt mal ganz, ganz grob, das stimmt auch nicht immer 100%, aber plus, minus. Wenn ich meinen Preis verdoppel, dann habe ich gut, wahrscheinlich nicht mehr halb so viele Kunden, sondern ein Drittel oder ein Viertel so viel, aber wenn ich meinen Preis um x erhöhe, sagen wir um 10% erhöhe, habe ich im Schnitt 10% weniger Kunden. Wie gesagt, wenn ich den Preis jetzt verdoppel, dann habe ich deutlich weniger Kunden. Das ist, denke ich, offensichtlich. Aber wenn man es jetzt so in kleineren Schritten bedenkt, sagen wir 10-20% Erhöhung, dann habe ich meist auch 10-20% weniger potenzielle Kunden. Bedeutet für ihn jetzt Folgendes. Er hat planbar diese 170 Euro und über diese 170 Euro hat er einen sehr, sehr hohen Umsatz gemacht. Also ungefähr 2/3 bis 3/4 des Gesamtumsatzes ist rein über diesen Weg hier gekommen, 170 Euro zu 17.000. So, jetzt habe ich ihm Folgendes gesagt. Wir machen es jetzt nächstes Jahr anders. Du hast natürlich hier noch diese 170 Euro, die abgehen. Also eigentlich verdienst du jetzt gerade 1.700 Euro pro Auftrag. So, wir machen jetzt nächstes Jahr Folgendes. Du wirst bei jedem Auftrag nochmal 2.000 Euro zusätzlich einkalkulieren. Wie läuft das? Er hat weiterhin seine 15.000. Natürlich kann sein, dass hier sich auch was ändert, inflationsbedingt. Ich gehe jetzt davon aus, es bleibt einfach mal gleich. Und jetzt habe ich hier aber 4.000. Jetzt kann ich davon ausgehen, wenn ich diesen Auftrag so gewinnen möchte, wie gesagt, ich habe meinen Preis jetzt um einiges erhöht schon, ein paar Prozent erhöht, dann zahle ich von mir aus das Doppelte. Jetzt zahle ich von mir aus 340 Euro, weil nur noch die Hälfte der Leute überhaupt in der Lage sind, diesen Preis jetzt konkret zu bezahlen. Das ist jetzt schon sehr, sehr stark gerechnet, weil ich sage nur noch die Hälfte der Leute, obwohl es eigentlich wahrscheinlich nur ein paar Prozent weniger sind. Aber ich kalkuliere jetzt mal wirklich im Worst Case. Die Hälfte der Leute ist noch in der Lage, das zu bezahlen. Jetzt habe ich hier raus 3.000, jetzt muss ich kurz rechnen, 660 Euro. Ne? Das bedeutet, er verdient nicht mehr 1.700, sondern er verdient 3.660 pro Kunde. Jetzt mal kurz durchrechnen, ob das stimmt. Ja, sieht eigentlich valide aus. Das stimmt. Okay, ach, hier sind übrigens schon 1,7, das ist falsch. Sehe ich gerade selber, das hat irgendwie gar nicht gepasst. Das sind tatsächlich 1.830. So, das K kommt auch weg, können wir machen das mal hübscher. So, 1.830 Euro. Das ist jetzt Milchmädchenrechnung, ist schon klar, ne? Aber vom Grundsatz her kann man sich so vorstellen, bedeutet, er hat einfach bei gleichen Aufwand, bei dieser Auftrag, hat den gleichen Aufwand wie dieser Auftrag vom Grundsatz her. Nur, dass es etwas mehr Geld kostet und dass es vielleicht 2, 3 mehr Leute vorneweg filtern muss.
Wir haben einen relativ effektiven Filter, mit dem man relativ bequem es schaffen kann, auch die Leute dann rauszufiltern, die im Endeffekt hier nicht mehr reinpassen in dieses Budget. Bedeutet, du hast jetzt nicht einen doppelt so hohen Vertriebsaufwand. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Du hast den gleichen Vertriebsaufwand, vielleicht 5% mehr, so ungefähr. Bedeutet aber gleichzeitig, dass ich bei den ganzen Aufträgen, die ich übers Jahr schreibe, einfach jedes Mal doppelt so viel verdiene. Was bedeutet das? Erstens, ich mache mal hier nächste Folie. Ich kann meinen Leuten, also erstmal, ich habe mehr Gewinn. So ganz simpel. Wir machen es mal ganz, ganz schön mit Bildern. Gewinn geht nach oben. Dadurch kann ich meinen Leuten mehr Gehalt zahlen. Ich bekomme mehr Leute, habe entsprechend schnellere Durchlaufzeiten. Ach Gott. Ich muss was eben vorschreiben, merke ich schon. Durchlaufzeiten. Das sorgt wieder dafür, dass meine Kunden zufriedener sind. Kundenzufriedenheit geht nach oben. Und das Ganze sorgt im Endeffekt dafür, dass ich als professioneller Partner wahrgenommen werde und in Zukunft wieder mehr Preis durchsetzen kann, weil einfach die Kunden zufriedener mit meinem Gesamtergebnis sind. Bedeutet, ich schaffe weiterhin Gewinn nach oben, weil Zufriedenheit der Kunden nach oben geht und ich mehr Empfehlungen bekomme. Mega positiver Teufelskreis. Wir haben Partner, die haben es wirklich auf die Spitze getrieben, sind viel, 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 viel teurer als die anderen. Die kriegen nur, wo die anderen, keine Ahnung, 10 Aufträge kriegen, kriegen die nur einen, aber die verdienen so unverhältnismäßig viel an dem Auftrag, dass es sich auf jeden Fall lohnt. Und dahinter die Montagekapazitäten sind trotzdem die eines eigentlich überschaubar kleinen Unternehmens, das aber einfach extrem, extrem hohe Auftragswerte hat. Na, und das ist halt sehr interessant, finde ich jetzt, für jede Fachfirma, für jeden Fachhändler da draußen und für jeden Handwerker da draußen. Weil du kannst im Endeffekt die Zeit deiner Leute nicht wirklich duplizieren. Du kannst nur gucken, dass sie in der Zeit effektiver und produktiver arbeiten. Und ich habe jetzt auch gerade einen Partner, der macht halt sehr viel im Bereich Sonnenschutz und der hat sehr, sehr viele kleine Aufträge. Und ich habe ihm auch gesagt, ganz ehrlich, ein Thema, was riesig relevant ist, ist das Thema Lamellendächer. Und er meinte, ja, machen die auch schon, so eins im Vierteljahr. Weil die Dinger lohnen sich, keine Ahnung, 10-mal so viel wie jetzt ein normales Sonnenschutzprodukt, also rein vom Gewinn her. Die Monteure sind nämlich 10-mal so viel, sondern nur, keine Ahnung, doppelt so viel damit beschäftigt. Das zu machen, das ist ungefähr doppelter Aufwand. So ein Lamellendach zu bauen, dort einen Tag, eine Markise dort einen halben Tag, Pi mal Daumen jetzt, ne? Ungefähr. Und die verdienen aber einfach Vielfaches daran, das Zehnfache daran. Und hat auch gesagt, ja, das ist natürlich cool. Und sowas kann man gezielt steuern. Für sowas kann man gezielt halt Werbung schalten, um sowas zu bekommen. Und wenn ich dann weiß, ich habe zum Beispiel 170 Euro für einen Kunden und ich bin bereit, 400 auszugeben, wenn der Kunde aber auch einen doppelten Gewinn bringt, dann muss er nicht mal das Doppelte bezahlen. Da zahlt er nur 2000 Euro mehr. Ne? Dann kann ich wieder mehr in meine Infrastruktur investieren, in meine Mitarbeiter investieren, in mein Unternehmen investieren, im Endeffekt alles investieren, was ich mache. Und darum geht es im Endeffekt. Also, dass wir es wirklich hinbekommen, dass die Auftragswerte wieder so lukrativ werden, dass selbst wenn da mal was schief läuft, ich trotzdem noch genug Marge habe und dass, auch wenn nichts schief läuft, ich dann natürlich auch einen wirklich guten Gewinn am Ende des Jahres habe. Das ist der eine Hebel, wenn du den bei dir umsetzt, wirklich kontinuierlich umsetzt, dann wirst du extrem gut dastehen und da darfst du dich, das ist ganz wichtig, nicht von Leuten beeinflussen, beeindrucken lassen, die dann vielleicht mal sagen, wenn die Angebot bekommen, ja, das ist ja viel zu teuer. Das hört dieser Partner, wenn er das macht, garantiert, doppelt bis dreimal bis viermal so oft, wie er es jetzt hört. Aktuell hört er sehr oft, dass es sehr günstig ist. In Zukunft wird er hören, dass es sehr teuer ist. Das ist auch komplett in Ordnung. Aber trotzdem werden genug Leute kaufen, dass es sich für ihn wieder extrem rechnet. Ne? Ich denke, es ist eine sehr simple Maßnahme, die du sofort umsetzen kannst. Wie gesagt, wenn du sagst, okay, dann hast du aber zu wenig Beratungen, damit das noch klappt, damit deine Ausgaben sind, lass uns gerne sprechen. Wir bieten da kostenfreie Strategiegespräche an, wo wir genau sowas auch nämlich anschauen. Wie ist eigentlich die Kalkulation? Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Wie schaffe ich es eigentlich, dass ihr möglichst effektiv oder du möglichst effektiv deine ganzen, deine ganzen Prozesse intern gestalten kannst, bedeutet, das geht damit los, wie viel Gewinn habe ich natürlich, wie mache ich den Vertrieb da, wie schaffe ich es möglichst zeiteffizient, diesen Gewinn auch zu schöpfen, sage ich mal, zu erwirtschaften. Und letzten Endes, wie gesagt, trag dich einfach ein, wenn du Interesse hast, dazu erfahren, wie es bei dir aussehen kann, wie bei dir so eine Lösung aussehen kann, was man da vielleicht auch finanziell in die Hand nehmen muss, um auf dieses Level dann zu kommen. Weil du kannst dir auch vorstellen, diese 340 Euro, die jetzt mehr bezahlt pro Kunde, das steht in keinem Verhältnis zu den 1800 Euro, die ihr mehr verdient. Das ist auch logisch. Ne? Und letzten Endes, wie gesagt, lass auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn das Ganze gefallen hat. Schreib gerne drunter, was dir so einfällt. Trag dich für ein Gespräch ein, wenn du sagst, hey, das Ganze ist für dich interessant. Du willst auch solche Hebel an die Hand bekommen oder verstehen, wie die bei dir funktionieren, die so ein krasses Ergebnis wirklich ausmachen können, auch schnell mal den Gewinn verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen können am Ende des Jahres. Das kann durchaus passieren, das ist nicht unrealistisch. Ich habe Partner, die sind dann halt nicht 4.000 Euro oder 2.000 Euro teurer, sondern bei 4 Gewinn, sondern die sind halt bei 6 oder 8 Gewinn. Und natürlich zahlen die keine 340 mehr, sondern vielleicht auch 1.000 für den Kunden. Die verdienen trotzdem 7.000 dran. Ist immer noch lukrativer. Und du holst dir damit auch Premium-Kunden, wirst du auch merken. Das muss natürlich immer noch ein Verhältnis sein, es darf nicht sittenwidrig werden, das ist auch komplett klar. Aber ich glaube, gerade aktuell im Handwerk sind viele immer noch viel zu günstig. Und wenn man da anfängt, ein bisschen andere Standards zu setzen, ist das für die Mitarbeiter besser, ist das für die Kunden besser, ist das für euch besser. Und da bleiben wir alle hin. Von daher, schaut euch aufs nächste Video. Bis dann.